Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Final Tasman Review. Heute habe ich für euch die magnetische Smartphone-Halterung fürs Auto von Power Theory im Test. Was diese kleine Smartphone-Halterung alles kann, sehen wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Die magnetische Smartphone-Halterung von Power Theory ist für den Lüftungsgrill im Auto gedacht und kann prinzipiell mit jedem Smartphone genutzt werden. Im Lieferumfang befinden sich zwei Metallplatten mit passendem Klebepads, eine kurze Anleitung und natürlich die Smartphone-Halterung. Ich habe mein Smartphone erstmal mit einem Brillenputztuch gereinigt, dann ein Klebepad aufs Backcover und eine Metallplatte aufs Klebepad geklebt. Designtechnisch nicht gerade so schön, besser ist es, wenn man eine Smartphone-Hülle hat. Da wird die Metallscheibe einfach zwischen Hülle und Smartphone gelegt oder auch festgeklebt, wie man halt will. Die Halterung wiegt 41 Gramm, der Magnet hat eine Auflage, die ein bisschen größer ist als ein 2-Euro-Chip. Der Magnet hält ganze 21 Seiten normales DIN A4 Papier schön fest am Kühlschrank. Im Auto wird die Halterung dann an den Lüftungsgrill geklemmt. Das Smartphone lässt sich 360 Grad drehen und die Bedienungsknöpfe bleiben frei. So soll es im Auto ja auch sein. Allerdings ist mir während meines Tests was aufgefallen. Vor dem Kauf einer magnetischen Smartphone-Halterung sollte sich jeder über zwei Punkte Gedanken machen. Erstens, wie sehen meine Lüftungsschlitze im Auto aus? Wenn ich die Halterung jetzt in meinen Golf 4 mittig montiere, richtet sich der Lüftungsschlitz nach unten aus. So kann ich auf meinem Smartphone auf jeden Fall nichts mehr gescheit lesen. Also muss ich die Halterung an die letzte Lamelle vom Lüftungsgrill festmachen. Immer noch nicht ganz perfekt, aber so geht's einigermaßen. Dank des starken Magnets musste ich auf jeden Fall noch keine Angst haben, dass mein Smartphone einen Abflug macht. Im Auto meiner Eltern sieht das dann schon wieder anders aus. Und das bringt mich schon auf den Gedanken Nummer 2. Hat mein Smartphone ein abnehmbares Backcover? Der Magnet der Halterung ist ja wie gesagt sehr stark. Jetzt könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Starker Magnet, abnehmbares Backcover. Yep, das Backcover bleibt gerne mal hängen. Und da ist die Gefahr dann doch sehr groß, dass das Smartphone runterfällt und ihr eine neue Spider-App bekommt. Auch hier hilft aber wieder eine Smartphone-Hülle. Aber ohne eine Smartphone-Hülle und abnehmbares Backcover würde ich die Halterung nicht empfehlen. Kommen wir jetzt zu Pro und Contra. Die magnetische Smartphone-Halterung von Power Theory ist gut verarbeitet und tut, was sie soll. Der Magnet ist sehr stark und man muss keine Angst haben, dass das Smartphone einfach abfällt. Hat man aber nicht die richtigen Lüftungsschlitze im Auto oder ein abnehmbares Backcover, ohne dass man eine Smartphone-Hülle nutzt, rate ich aber von der Halterung fürs Auto eher ab. Ansonsten gefällt mir die Magnethalterung aber besser als die herkömmlichen Halterungen fürs Auto, in denen man das Smartphone einfach einklemmt. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch gerne bei Power Theory bedanken, die mir ihre magnetische Halterung zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Also vielen Dank. Das war es auch schon wieder von mir. Schaut auch kurz noch in der Videobeschreibung nach, da findet ihr Links zu meiner Website, Facebook und Amazon. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Final Test Man.